Jo Leute und willkommen zurück. Ich habe schon ein kleines bisschen, aber nur wirklich ein kleines bisschen, angefangen, an dem Haus zu bauen. Was ich nicht wollte. Nein, Quatsch. Ich zeige es euch mal. Am Haus angefangen habe ich natürlich noch nicht. Ich habe nur schon mal den Weg dorthin etwas vorbereitet. Hier schon mal so ein kleiner Aufstieg. Da oben zu dem Plateau hin. Hier habe ich auch schon ein bisschen von dem abgefarmten Moosstein und kaputten Stein mit eingebaut. Kann man hier so schön den Treppe hochgehen. Ja, ein bisschen Pflänzchen, Blender, Treppe. Dann hier auch schon mal so abgezäunt. Und hier soll dann später das, ja, so eine kleine Gartenanlage oder sowas soll dann hier hinkommen. Direkt hier so in diesem Bereich. Das Haus soll dann so ungefähr so vielleicht so ab hier anfangen. Dann sollte hier so eine, ja, hier so eine kleine Brücke halt drüber gehen. Na gut, Brücke muss es ja nicht unbedingt sein. Das soll so ein bisschen abgetrennt sein von dem ganzen Anwesen. Das heißt, dass hier so ein kleines Gebäude ist, dann kann man so rausgehen. Dann hier so rüber gehen, vielleicht muss der keine Brücke sein, oder doch? Ja, ich würde sagen doch. Dann müssen wir mal schauen. Dann soll das hier ein Stück weiter rüber gehen und dann hier so das nächste Gebäude so anschließen. Ob das jetzt hier so frei bleibt, das muss man noch überlegen. In dieser Bereich hier, dass man da so runter gucken kann, ob da Glas drüber kommt oder wird der schon wieder zugebaut. Das muss man wirklich überlegen. Und dann hier an der Seite könnte man noch so ein so einen kleinen Weg entlang gehen lassen. Muss man auch halt mal schauen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wir könnten heute mal schon mal so grob überlegen, wie wir das platzieren werden. Das Haus. Das so reicht, wenn wir jetzt das hier, könnten ja schon mal die Steine hier so ein bisschen wegmachen. Ist das schon mal so, halt so komplett. Also bis hierhin soll auf jeden Fall der Garten sein. Mindestens. Dass dann hier Grünfläche wird mit Bänke, Sträucher und Hecke und so weiter. Dass wir hier schon mal so ein bisschen was rausholen von den Kobbelsteinen. Schon mal Erde machen, dass es dann halt schon mal anfängt grün zu werden. Ich würde sagen, damit fangen wir einfach mal an. Fangen wir mal direkt hier an. Graben uns einfach mal hier so durch. Erstmal bis dahin hin. Können wir eigentlich auch eben abreißen. Jetzt sind wir dann hier vorne hin. So. Obwohl der eigentlich schon ein bisschen knapp ist, ne? Wie der Aufgang ist. Na, ja, mach's mal erstmal weg. Hauen an der Erde hin. Dann schauen wir mal, wie es aussieht. Wir können immer noch zu einem Stückchen weiter dahin rüber gehen. Ist ja jetzt nicht ganz so problematisch. Jetzt schon mal doch schon so ein kleines bisschen Lust gehabt, mit dem Haus anzufangen. Zumindest schon mal so grob vorzubereiten. Wir müssen ja nicht viel machen, nur so. Ah, vielleicht kann man schon mal so grob so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so den Grundstein legen von der ganzen Geschichte. Abreißen kann man es immer noch. Man sieht, habe ich hier unter der Mauer direkt die Pflastersteine drunter gemacht. Aber auch nicht direkt komplett am Rand, sondern ein bisschen, wenn es nur ein bisschen Grünfläche hier gelassen. Können wir zur Not auch nochmal hier einen Baum hinsetzen oder sowas. Auf jeden Fall bin ich aber auch noch paar Etagen runtergegangen, das letzte Mal, wo ich das aufgenommen hatte. Das war dann doch etwas zu wenig, da muss ich noch ein bisschen was nachlegen. Wo mir das so auch noch eigentlich vom Platz her wenig vorkommt. Da müssen wir uns mal genauer anschauen. So, die scheinen ja schon von dieser Seite her weg.
perfekt. Könnte man auch einfach mal Erde hinklatschen. Was darüber geht, weiß ich jetzt gar nicht, aber so müsste es auf jeden Fall darüber gehen. Dann können wir gleich nochmal einen kleinen Blick auf die Pilzfarm werfen, weil die hat nämlich ordentlich was gebracht. Also das war schon nicht schlecht, die andere Bluterde dazu benutzen. Das Monsterproblem ist ja damit komplett beseitigt, das hatten wir ja schon gesehen. Das haben wir ja alles mit Licht. Schauen wir uns gleich auch nochmal an. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das letzte Mal da gucken war. Das ist auch schon ein bisschen was her, als ich das hier alles angelegt hatte. Das sieht zwar nach nichts aus hier, der Aufgang, aber der hat auch schon ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Da reißt es ja wieder was ab, da probierst du wieder aus. Aber das kennt ihr ja. So, habe ich denn genug Erde dabei? Nicht viel, aber ein bisschen was haben wir mit. Schon wieder dunkel. Tatsächlich. Muss uns auch noch überschlagen. Später kommt natürlich auch noch Fußweg hier mit rein. Kann man später ja dann die Erde wieder rausholen. Ich hau mal jetzt erstmal ab hier. Komm schon. Oh, kein Platz. Jetzt habe ich es aber. Gut. Kann ich hier der Rasen schon mal ausdehnen. Dann mal später genau alles grün. So. Wie? Schon alle? Kann gar nicht sein. Tatsächlich noch Erde holen gehen. Oder besser gesagt jetzt, aber vorher gehen wir pennen. Jetzt. Sieht schön, bisschen was mit Ranken hier noch dran gemacht, da auch, damit das nicht ganz so erdig aussieht. Hier wächst es auch schön runter. Ja, da wird man ja hier auch runterwachsen, aber das hoffe ich da mal nicht. Das sieht da nicht ganz so schön aus. Dann habe ich immer das Zeug vor dem Gesicht, aber schauen wir mal. So, jetzt brauchen wir Erde. Können auch ein bisschen von dem Koppel wegbringen. Viel brauchen wir davon ja nicht. Koble. Da kommt's rein. So, das bisschen halten wir mal auf Tasche. Die Erde. Sie habe ich hier auch schon Erde. Ja. Hier rein. So, 4 Stacks. Oder 5. Erstmal dran gewöhnen, dass ich jetzt hier hochgehen kann. Sonst renne ich immer da wieder hoch.
So, der Platz ist ausgekleidet. Es ist immer noch nicht rübergewachsen. Ja, das dauert ja wieder hier. Aber ich würde sagen, wir müssen eigentlich noch ein kleines bisschen was hier reingehen. Dann könnte es sein, dass das Haus wieder ein bisschen zu klein wird. Da soll ja vorher noch so eine kleine Terrasse auch noch dran kommen, oder? Aber ich wollte nicht sofort ins Haus reingehen. Aber wo ist der Eingang direkt? Da sein, wo die Treppe ist, wenn man jetzt hier hochgeht, müssen wir dann da hier direkt den Eingang machen. Wir können ja hier den Eingang machen, ist das ein bisschen schmaler und geht dann so links in die Räume, die halt vielleicht ein kleines bisschen größer sind. Ich glaube, wir gehen noch mal eins. Eins gehen wir noch. Ja, eins gehen wir noch. Ob es mir gefällt, ist nachher wieder eine andere Geschichte. Dann müssten wir hier auch wieder direkt noch rein. Weiter rausgehen. Ja, jetzt müssen wir überlegen, wie machen wir das mit dem Gebäude? Das sollte hier direkt noch so ein kleiner Aussichtspunkt sein. Habe ich mich so gedenkt, dass man sich hier hinstellen kann, kann sich so ein bisschen gucken. Das ist auch perfekt, da kannst du auf die Häuser direkt schauen. Die Insel, die gefällt mir auch nicht so ganz. Die müsste man auch halt ein bisschen verkleinern. Ein bisschen abtragen vielleicht. Sieht nicht ganz so schön aus. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Wie machen wir das jetzt? Wie fangen wir jetzt am besten an? Der Eingang müsste... Ich möchte ihn ja eigentlich nicht direkt sofort hier haben. Weil sofort auf die Tür zu laufen wäre eigentlich auch blöd, oder? Obwohl, kommst hin, gehst jetzt direkt rein. Ist halt wieder eine Zweiertür. Doch, machen wir eine Zweiertür hin. Direkt hier. Oder machen wir die ein bisschen weiter rein. Können die Zweiertür ab, ne? Ja. Links. Gang maximal, ne? Und dann hier so. Dass hier die Tür wäre. Ist das ja schon ziemlich begrenzt vom Platz her. Aber man kann ja nach da hingehen und man kann nach da hingehen. Dann später darüber, das soll ja im Prinzip alles ausgebaut werden. Also reicht das eigentlich doch vom Platz her. Dann kommt hier die Tür hin. Das werden wir auch so tun. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen, wie wir die später machen. Soll auch nicht so klein sein, das Gebäude. Also von der Fensterfront, die möchte ich schon so 4 hoch haben. Eigentlich. Ich hole mir erstmal 2 Türen. Ich muss noch ein paar Türen haben, damit ich mir so ungefähr angucken kann, wie das aussieht. Das kann erstmal weg. Das kann weg. Das kann weg. Das und das. Noch ein paar von denen. Nein, den habe ich keine mehr. Muss ich mir auch noch welche holen. Und hier habe ich ja hier ein paar auf Reserve. Packen wir mal direkt alle hier rein. So, dann haben wir das auch leer. Jetzt brauche ich noch die Türen. Platz habe ich noch, gut.
Eisentüren haben wir ja genug. Wir nehmen Eisentüren. Dann brauchen wir einen Knopf. Nehmen wir Holzknöpfe. Von innen drin kommen Druckplatten. Die machen wir noch Stein. Habe ich jetzt auf der Reise welche? Knoppe. Gut. Habe ich den noch? Moment, wenn wir schon mal dabei sind. Nehme ich jetzt erstmal mit. Aber ich muss noch mal kurz woanders was anbringen. Jedes Mal vergesse ich das nämlich. Nein. Gut. Weil die Leiter, die wollte ich nämlich schon immer bei der Hühnerfarm anbringen. Da, wo man da in die Wartungsecke geht. Jedes Mal muss ich auf die Leiter umspringen. Das geht mir so gut auf den Keks. Das ändern wir jetzt erstmal als erstes.